Hallo, ich habe zu früh Hallo gesagt, egal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Craftotasia mit Ragekill. Schönen Guten Tag. Gegebenenfalls, erstmal nochmal kurz dazu, wolltet nicht irgendwie, habt ihr nicht den nächsten zweiten PC zur Verfügung? Wollt ihr nicht irgendwie wegfahren oder ist das schon wieder hinfällig? Hinfällig. Hinfällig? Okay. Sonst hätte ich gesagt, hätten wir noch einen Let's Player demnächst dabei. Zumindest für ein paar Völkchen, aber anscheinend dann doch nicht. Gut, willkommen zurück nochmal zu Craftotasia. Wir sind jetzt hier das neue Haus am Bauen. Und es wird auf jeden Fall laut meinen Vorstellungen mega fucking awesome. Vor allem laut meinen Vorstellungen, weiß Bescheid. Wollen wir hier noch ein bisschen lang da mal gucken, dann machen wir das so hier, zack, 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 zack. Gut, was hast du heute vor? Wie ist dein Plan für Töten. Töten. Töten ist immer gut. Töten, okay. Das reicht mir auch noch nicht töten. So, das ist eine Seite des Umfangs. Da vorne sehe ich noch eine Höhle, die ich gegebenenfalls auch schließen muss. Du bist sogar da oben bei mir. Bin ich? Bist Wieso? du? Hier, dreht mal rum. Hier, Sag Stopp. siehst mich hopsen? Komm mal ein Stück da Ah, Richtung da da. unten bist du. Ja, genau. Hier brauche ich mir ein Haus jetzt. Der Umriss ist auf jeden Fall schon mal gigantisch. Was dann noch? Du Retard. Ich weiß gar nicht, wo das Stück Holz hingeflogen ist. Du hast ein Loch im Kopf, Alter. Nein, du im Gang da. Ich muss erst mal gucken, wie weit ich hier gebaut habe. Warte mal. 1, 2, 3, 4, Und nicht so durch. 5, 6, 7, 8, 9. Habe ich jetzt natürlich wieder optimal nicht mitgezählt. Aber ich würde sagen, wir gehen mal eben erst pennen. Okay. Habe ich Schaden genommen oder warst du das? Ich. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, so dämlich bin ich eigentlich nicht. Wobei, ich habe den Fehler ja gerade schon gemacht. Hier vorne spawnt super gut, gar nicht. Ich kann da von nach unten gucken, konnte. Und das Gun. Ist das da? Ich hoffe, das ist nur ein Leck. Okay, das war nur ein Leck. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Riesenloch in meinem Haus. Alter, wie ist das passiert? War aber nur ein Leck, Gott sei Dank. Entschuldigung. Wird dir geben, Alter. Wie das noch? Oh, das ist ein schöner Boden. Die Feder ist in der Mitte. Ich muss sagen, haben wir jetzt gepennt? Ja, ne? Ja, warum? Ja, klar. Ich muss sagen, ich lade jetzt auf jeden Fall regelmäßiger hoch als im Anfang. Könnte vielleicht daran liegen, dass ich nicht mehr 50 Dateien am Tag hochladen muss. Übertrieben gesagt. Ja, ich weiß nicht, ob mittlerweile. Ich habe das die ganze Zeit schon heute überlegt. Also heute ist ja immer noch der 5.8. Hier sind wir in der Aufnahmesession. Für die Leute, die es jetzt nicht gereilt haben. Ich wollte die ganze Zeit schon irgendwie Pixelmon oder Digimon-Mods für Minecraft Probieren. spielen. Genau. Ich weiß nicht, vielleicht ist das endlich mal erschienen. Was? Hab ich doch gerade gesagt. Nein, ich meine, warum Maschine ist Strengs, gibt es Strengs? Ich meine ein Let's Play von mir. Ich Ach wollte das so. Ganze gerne mal Let's Playen, aber Ich bin dabei. ich habe bisher immer nur normales Minecraft gemacht und Fiesta. Ich weiß, Fiesta läuft Ich bin im überhaupt Dschungel. noch. In der Dschungelecke so? Ja, hier sind Dschungelbäume. Nice. Ein wenig. 1, 2, 3, 4, In einer Höhle, 5 sind weißt? das, glaube ich. Ich glaube, das sind 5. 1, 3, 4, 5, ja. Ich weiß nicht, ob Fiesta überhaupt noch läuft. Ne, also jetzt ist ja, wie gesagt, der 5.8. Das lief jetzt, das letzte von gestern lief wohl nicht so gut. Kam nicht an wohl. Ich habe meinen ersten Daumen nach unten gekriegt an dem Zeitpunkt. Ich bin sehr, Oh. sehr, sehr traurig. Aber das ist Oh, dann auch nicht Kürbisse. so. Bitte? Ich glaube, ich habe Kürbisse gefunden. Cool. Oder das sind Kakaodinger. Ich dachte, du sagst Kaktis. Nein, das wäre in der Wüste ziemlich, ach, im Dschungel ziemlich komisch. Schreien, bleib stehen. Nicht zwingend. Ich denke, es wird doch an der Dings welche geben. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob die Folge überhaupt aufnimmt. Warte mal. Ja, doch. Okay. Alles cool, alles cool. Ich glaube, ich habe sogar doch geguckt, habe es aber jetzt gerade wieder vergessen. Nun gut.
Yay, da Sowas oben. passiert im Alter. Das reicht. Ja, siehst du. Was liegt Kann da ich vorne? nur Ist schon wieder so betätigen. ein Spawn-Leck-Dingen. So, eins ist das, glaube ich. Zwei. Eins, zwei, drei, vier Stück. Ich habe mich verzählt. Sauber. Okay, nochmal. Eins, Sieben, zwei, vier, drei, neun, vier, fünf, Schäfchen! sechs müssten das sein. Natürlich wieder hier eine sehr gefährliche Konstruktion hier von mir. Einmal runterfallen und ich bin tot. Zweimal Wolle. Ich sagte 6, ne? Ich sagte 6, ja. Bin ich ziemlich sicher, ich sagte 6. Ich bin ja echt schon wieder glücklich, wenn ich wieder jemanden zurückfinden werde. Würde. 5. Baxter! Ich bin noch nicht auf dem Weg zurück, von daher kann sein, dass es nicht so. Ach, wie gesagt. Wir Ich marschen mach Männer schnell, dran hat er ein. dich einfach genau. Noch mehr Kürbisse. Ich hoffe ja eigentlich auf ein Dorf. Oder auf eine Hexe. Ich glaube, ich nehme die Birne weg kann. Was denn, was denn? Nee, ich hab gesagt, ich hoffe hier irgendwie auf eine Hexe oder auf ein Dorf. Hexen können fucking strong sein eigentlich, ne? Ich glaube, ich die Biene weg. Dann Der sag's. Bitch. Sag's, sag's. Jo, habe Kürbisse sind nicht richtig ohne gezählt Ende. anscheinend. Gut, dann muss es jetzt ausgefüllt werden. Dann kommen natürlich Verstärker drunter. Also so Blöcke, Holzdinger. Und Damit das. Schafe sind hier ohne Ende. Nimm mit, Wolle. Ah, du hast keine Schere bestimmt, ne? Hab ein Schwert. Sauber. Das gibt immerhin jedes Mal einmal Wolle. Ja, aber Dings wird trotzdem praktischer. Eine Schere, ja klar. Es wäre auch ein Feld generell Ach, mal gar es nicht ist so dunkel. verkehrt, glaube ich. Ist ja so ein Hab keine zum. Feld wäre auch nicht verkehrt. Was Wo sind hier das nicht für ein Wolf? rum. Hier hört es so an, als würde einer rumkreischen. Das ist eine Säge. Wo hast denn du deine Säge? Habe ich nicht. Draußen. Ach so, okay. Sollen sie mal nicht machen. Geh mal hin, klopf mal unser Alter, wir nehmen auf. Dürfte jetzt eigentlich etwas ruhiger sein. Fenster zugemacht. Jo. Hat sie das schon wieder offen? Jo. Böser Bub. Boah, hier sind bestimmt 10 Schafe. Ja, aber die nützen uns ja jetzt hier nichts, ne? Ich hoffe, Traurig. wir finden hier allgemein mal prinzipiell ein Schaf, weil Wolle kann man nie zu wenig haben. Bitte? Ich sag, finde die sind Schafe ohne Ende. Ja, auch bei uns in der Nähe? Nein. Na also. Ich dachte, das ist schon ziemlich. Könnten wir nämlich einen Zaun bauen und die einfach einsperren. Ach, das ist hellgrau. Ich frage mich, warum die Wolle auf einmal, warum die nicht auf den Stack platziert wird. Nein, das ist hellgraue Wolle, obwohl die genauso weiß, aber fickt euch ins Knie. Aber naja, gut. Weiter jetzt. Oh, ich soll was essen. Ja, ich hab noch. Ich habe noch ein so ein Ding gehabt. Es ist echt ein bisschen blöd, dass du nicht aufnehmen kannst. Hallo, Zombie. What's in your head? Ich merke immer daran, dass ich fast sterbe, wenn ich keine, wenn ich mehr, ach, wenn ich was zu essen brauche, wenn ich, wie heißt, Wenn du kurz am Sterben bist. NE? Nein, wenn ich nicht mehr laufen kann. Ach so. Ja, genau. Stimmt ja, das ist ja das Problem hier. Alter Schwede, doch. Hier sind ganz viele Viecher. Ich komme gleich mit Essen ohne Ende wieder. Du könntest doch einfach Dings, du könntest auch einfach schon mal bei dir in der Nähe vom Haus einen Zaun bauen und Viecher einfach reinlocken. Ich weiß aber nur nicht, was Kühe und Schweine jetzt fressen zum Paaren. Ich denke, wie alle Weizen, ne? Weil die Kuh nimmt ja, die Kuh Es nimmt. auch funktioniert? Ja, bitte. Einfach durchs ganze Land rennen und alles mit Merzen, mit Messer ausmerzen. Ist doch Schwachsinn. Warum? Weil wir so eine endlose Vorrat, so endlosen Vorrat hätten. Habe ich hier auch was? Würden wir die paaren, dann brauchen wir auch nicht immer 1000 Kilometer weit rennen, um irgendwas Spezielles zu finden. So sieht man aber mal was. Ja, wow. Halt die Fresse, Zombie. Ah.
versetze mich immer wieder so gerne. Sind wir gleich weg. Ich glaube, das wird auch nicht reichen hier. Ich habe auch jetzt wieder nicht auf die Uhr geguckt. Ja, doch, 10 Minuten müssen wir noch haben. Ich bin immer so sehr professionell und gucke hier nie auf die Uhr. Ach, da ist ein Zombie. Hallo Zombie. Halt die Klappe. Halt die Klappe, habe ich gesagt. Ja, genau einen Block und der ist hier vorne. Passt doch wie die Faust aufs Auge. Und noch mehr Kühe, sehr schön. Schlag mir die Faust aufs Auge. Gott, bin ich dämlich. Ja, warum? Ich hab schon wieder einen Block versetzt. Ich habe ein Loch da, wo der Block rein soll. Und setze ihn direkt daneben. Okay, mal Minecraft packt ab. Okay, wäre nicht cool. Ach, kann ich wieder bewegen? Nein, nicht mehr. Was denn jetzt? Jetzt, nein. Ja, Ja, nein, ja, 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 nein, ja, ja, nein. jetzt geht's. Hm. Gut. Irgendwas hat der Rechner gerade gemacht. Soll er mal nicht machen. Ach, das war. Bin ich schon gewohnt. Wie man an deinen nicht vorhandenen Let's Play sieht, ne? Genau. Gut, ich suche noch ein bisschen Fischstelle, liebe Leute. Lustigerweise funktioniert es aber noch nicht mit, geht's auch noch nicht mit Fraps. Also Und nur. anderen Aufnahmeprogrammen. Also, sobald ein Aufnahmeprogramm läuft, kackt ihr alles ab hier. Seltsam, seltsam. Weil so kann ich ja spielen, ohne dass das passiert, wie man sieht. Wie man nicht sieht. Außer halt manchmal, wie heißt's? Manchmal ein, zwei Lex. Abstürze. Okay. Aber sonst. Ich muss mich echt daran gewöhnen hier, dass ich mit Essen, mit Hunger und so spiele. Ja. Das ist echt ein bisschen tricky. Aber was spielst du denn so generell, wenn du privat Minecraft spielst, wenn du das noch überhaupt regelmäßig spielst? Einfach. Trotzdem weiter. Immer einfach. Ja. Friedlich ist wie zur Höhle. Ja, aber wenn du nur bauen willst, so wie ich momentan. Will ich ja nicht mehr, ich will Zombies klatschen. Ich will ja prinzipiell nur bauen. So. Damit ich dir was zeigen kann, weil ich ja das Let's Show-Projekt habe. Mehr. Und dafür ist das dann ausreichend. Ich habe sogar letztens eine Mod gefunden. Habe ich aber nicht genommen. Die Gesetze von Minecraft aufheben. Das heißt, Du hast keine Blöcke mehr. Das spawnt halt eine ganz normale Welt mit Höhlen und sowas mein alles. Hundi. Hä? So, guck mal an, Hundis. Wie gesagt, ohne halt, dass du da so, dass diese halt Blöcke, also blöckig aussehen und so eckig. Ach so. Das ist total bescheuert, finde ich. Jupp. Ja, Fichten sind echt immer scheiße groß, merke ich gerade wieder. Kommst meistens bis oben gar nicht hin. Oh mein Gott, ein braunes Schaf! Die Okay. töte ich nur aus Prinzip. Nur weil es braun ist. Ja. Nein. Das klang nicht gut. Das wollte gerade sagen, das könnte man wieder so falsch interpretieren. Oh, das ist ein schwarzes. Ja, weißt du Bescheid. Nein, ernsthaft, das ist auch ein schwarzes. Nee, das ist auch wieder braun. Die weißen lässt er am Leben, die schwarzen tötet, ist er sauber. Nein, ich töte alles. Achso, okay. Wenigstens etwas. Ich brauch Irgendwie. die Wolle, hallo? Das ist natürlich ein Argument. Frage mich nicht wofür, aber ich will's haben. Für den Boden, zum Beispiel, könnte man. Knack, hau ich mir jetzt mal den Knöchel ein. Ey, wie jedes Mal der scheiß Block hier respawnt, das ist voll nervig. Vor allem, wenn meine Axt ja trotzdem Schaden nimmt, ne? Du musst nur ein paar Sekunden warten, dann geht auch, dann spawnt es automatisch wieder weg. Ah, okay. Gut zu wissen, Brauchst du schon nicht doppelt und dreifach kaputt hauen? mal. Okay. Ja, wenn man den, wir sind ja auf dem Aternos-Server und die sind halt ein bisschen tricky, mehr irgendwie, ne? Manchmal. In solchen Sachen schon. Guck mal, ein Zum schwarzes Schaf. Skin. Ach, egal, lass ich leben. Zu weit weg. Ach, guck mal, hier ist noch eins. Zwei. Oh, cool, ich töte euch. Ich auch. Alter, ich bin schon extra hochgegangen und das reicht immer noch nicht. Hier schweben überall noch irgendwelche Baumkronen, weil ich die nicht komplett abbauen war. Dann musst du das mal machen. Ja, mach ich mal irgendwann da.
wenn nicht mehr Zeit Irgendwann, wenn hast. es nur noch solche Dinger sind, ja. Ja, wenn du nur noch schwebende Dinger siehst. Hier zum Beispiel ist auch noch eins. Uiuiui. Was hast du? Ziemlich geht ziemlich weit runter, oder sollte ich sagen. Ach Ich so, wäre beinahe mein ein. Tod gewesen. Ah, okay. Wäre nicht cool gewesen mit den ganzen Sachen, die ich dabei habe. Nö, ich denke nicht. Sterben ist generell nie cool, glaube ich. Auch doch, wenn nichts bei ist, ist es schon ganz lustig. Hallo. Hallo? Ach, hier der scheiß Baum schon wieder. Alex, mit am Arsch. Ne. Ich finde einfach gar keine Stadt mehr, weißt du das? Ja, Städte sind ja am PC sowieso schon generell schwerer zu finden, finde ich, als auf PlayStation. Weil da ist die Map ja nicht so groß, ne? Richtig. Davon, dass ich noch gar keine Wüste gewonnen habe hier. Ja, also die Sachen sind halt immer ein bisschen rar. Essen Götter? Ich wusste, dass das kommt wegen Yu-Gi-Oh! Gibt's Nicht eigentlich eine wirklich. Yu-Gi-Oh! Mod? Das wäre ziemlich episch, glaube ich. Das heißt, glaube ich, bin sehr sicher, dass so eine Mod mega episch wäre. Ja. Ja, wer Bock hat, hier auf dem Server mitzuarbeiten, muss einfach mal mich anschreiben. Würde ich sagen, können wir auch noch mal ein, zwei Leute mit rein, die sich hier auch noch ein Fleckchen suchen können. Muss man mich halt immer nur mal anschreiben. Aber was machen die meisten Leute ja nicht? Irgendwie sind die zu scheu, glaube ich, um uns Nö, anzuschauen, weil die einfach nicht. finden uns einfach scheiße, die hören uns einfach nur und denken sich, ne. Das wäre aber nicht nett, das wäre überhaupt nicht nett. Aber nun gut, egal. Wer auf jeden Fall auf den Server möchte, einfach anschreiben und dann gucken, was man da machen kann. Sollte es aber mindestens, ja, 16 sein. Weil Warum willst du ganz. nackt rumrennen? Wir sind ja. Unsere, die sind angezogen. Also meine hat Son Goku überfallen. Nein, es geht Meiner darum. Es geht darum, dass. prinzipiell meine Klamotten, aber keine Ahnung, wofür die Steve ist. Bei mir ist das Steve, aber du hast ja nicht die offizielle Version, ne? Hat jetzt keiner gehört, natürlich. Abgesehen von der ganzen Welt. Nee, aber wie gesagt, wer Bock hat, kann mich einfach anschreiben. Nur wie gesagt, man sollte mindestens 16 sein. Und was habe ich vorhin noch so schön gelesen? Ich habe mich dann davon, habe ich erzählt. Also dir zumindest, weiß nicht, ob ich im Let's Play erwähnt habe, auch noch anderen Minecraft-Craft-Projekten umgesehen. Da stand dann Voraussetzung, mindestens 16 Jahre alt. Und man sollte einen Stimmbruch schon hinter sich haben. Ja, vor allem ganz ehrlich, die noch jüngeren. Ich meine, so ist das Projekt. Ich mache gerne was mit anderen Leuten. Definitiv. Ich suche, wie gesagt, ich suche ja auch gerade noch ein Projekt nebenbei zum Aufnehmen. Aber ich hätte dann echt wenig Lust auf so Leute, die hin und die ganze Zeit rumbrüllen. YOLO, Zweck, YOLO. Sagt man YOLO heute überhaupt noch? Ich weiß gar nicht, ob die schon wieder was Neues haben. Ganz ehrlich, ein Trick. Wow, was habe ich hier gefunden? Vor allem ist YOLO schon wieder geklaut vom Metal, ne? Ja. Weil offiziell hatte das, hieß ja der Song von, Dings, wie hieß denn der noch? Um. Suicide, irgendwas? Richtig, Zusatz. Ja, genau, ich komme jetzt drauf. Der hieß ja You Only Live Once. Daraufhin haben dann ja erst irgendwelche Hipster-Szene-Kiddies damit angefangen und dann haben ja alle damit angefangen. So Szene-Kiddies wie diese dämlich kackhässliche, wie heißt die alte noch? Muss nicht fragen. Schizophrenia, schlag mich tot. Ich brauch's nicht fragen, keine Ahnung. Ja, ich meine, hier ist irgendwas mit Schizophrenia, keine Ahnung. Auf jeden Fall solche Szeneblagen, die sich für wichtig halten, haben dann damit angefangen. Dann kann natürlich wer die ganz coolen Leute, diese ganzen scheiß Hipster-Faggots, und die haben es dann weitergeführt irgendwie. Aber nun gut. Was reg ich mich überhaupt noch über sowas auf? Es geht ja um Minecraft hier und darüber, dass ich voll die krassen Skills habe im Bauen. Wie man auch in meiner Let's Show sieht. Mal wieder kleine Schleichwerbung, beziehungsweise Schleichwerbung läuft ja eh noch auf meinem Channel momentan. Deswegen. Wie sieht es eigentlich mal mit Dings aus? Das habe ich mich schon die ganze Zeit überlegt. Mich überlegt vor allem.
Ich mir die ganze Zeit schon überlegt. Hattest du Bock auf Fiesta oder läuft es auf deinem PC nicht? Das Spiel wird laufen. Nur aufnehmen werde ich das nicht können. Ja, klar, aber ich meine so prinzipiell mal Ich hab, einfach. müsste ich eh drauf haben. Nicht mehr erstmal gucken, dass meine zweite Festplatte wieder anerkannt wird. Ja, da kannst du mir nachher mal Bescheid sagen oder kann Meine oder morgen. Main-Festplatte ist ja nur 80 GB groß, oder was? Ja, ich muss es ja erst wieder am Montag rausprügeln. Ich hatte das ja jetzt schon Ja, aufgenommen. ja. Und dann sagst du mir einfach die Tage Bescheid. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir das dann auch hin. So, jetzt wird es ein bisschen trickiger. Bei mir wird es ja schwer, wieder nach Hause zu finden. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder nach Hause finden. Ja, das müssen wir gucken. Wie gesagt, sonst manhunter ich dich. Ja. Weil ich bin nämlich echt irgendwo im Arsch der Welt. Ich habe hier überall Schnee. Okay. Bin schon durch Wüste, durch Dschungel und keine Ahnung, wo es durchgelaufen. Und lustigerweise noch nicht ein einziges Schatz gefunden. Machen wir 7. Jetzt, Leute, jetzt kommt nämlich der coole Part. Also der noch coolere Part als eh schon. Sag ich ja voll die krass. Mein Gebäude wird so krass, ne? Ich brauche gerade, glaube ich, ein bisschen. Ne, ist noch alles im Rahmen. Ja, Das. irgendwie ist er trotzdem ein bisschen rum. Ja, okay, wenn ne. Irgendwie war es bei mir jetzt erst dunkel, jetzt wurde es wieder hell. Ja, bei mir auch gerade nämlich. Okay. Mondfinsternis. Nee, Sonnenfinsternis. Mondfinsternis ist der Schwachsinn. Ausrede. YOLO! Okay, komm, der muss jetzt einmal sein, nachdem ich mich gerade aufgeregt habe. Yeah! Gut, aber ich glaube, wir sind eh schon wieder einen Block zu weit, davon mal ab. Auch von der Zeit her schon wieder ziemlich beschränkt. Nur die Zeit ist beschränkt, wir nicht. Obwohl. Ich zumindest. Sagst du. Ja, die Zeit ist ziemlich beschränkt. Rage Kill auch, habe ich jetzt einfach beschlossen. Und ich finde Lügen. es Lügen, alles Lügen und Intrigen. Von hinterfotzigen Fick-Fixern. Fixern. Irgendwie sowas. Fix-Fixern. Gut, ich würde sagen, das war es aber dann trotzdem jetzt für den Part. Was hier noch so abgeht, das werden wir noch sehen, liebe Leute. Oder ihr. Ich habe es ja im Kopf so einigermaßen. Mehr oder Und ich bin am weniger. Ende der Welt, doch nicht. Schon wieder dunkel und hell. Sauber. Jedes Mal, wenn ich an so einem Ende bin und ins Nichts reingucke, dann wird es dunkel. Okay, mach das Also mal. wenn es noch nicht gespawnt hat, weil dann muss ich gucken, dass ich jetzt wieder schnell genug bin. Weil ich muss schneller sein, als die Welt respawnt. Achso, okay. Ja gut, dann würde ich trotzdem sagen, war's das für heute? Ich muss noch ein. Habe ich jetzt schon einen gemacht, ein Thumbnail? Ne, von der letzten Folge, jetzt muss ich noch einen machen. Für jetzt muss ich ja noch einen machen, machen, machen eben. Gut, ich würde sagen, das war's dann für heute. Jetzt muss es sein. Ja, kann sein. Ne, es ist bei mir jetzt generell dunkel. Ne, doch, jetzt ist wieder hell. Siehste. Die Sonne setzt sich auch jedes Mal wieder zurück dann, Sehr gut. ne? Ich kann nie Geil. wieder schlafen gehen. Wir machen für immer durch, für immer und ewig. Okay, Ich weiß jetzt sie. kranker Nö. Scheiß. Ja gut, aber wo war ich? Ich wollte Tschüss sagen. Und wir sehen uns dann definitiv in der nächsten Folge wieder. Am nächsten Minecraft-Donnerstag. Craftasia. Ich denke mal, es bleibt bei Donnerstag. Außer ich habe irgendwie ein neues Projekt begonnen. Und muss jetzt hier stylisch umändern. Aber ansonsten bleibt es bei Donnerstag. Und ich würde sagen, ja, tschö mit Ö. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Craftasia. Und tschüss. Was gibt mir?